Das wahrscheinlich wichtigste Ereignis, wenn man so will, ist die veränderte Wahrnehmung der Inflation. Das ist jetzt ein Top-Thema in der US-Politik und dementsprechend werden sich daraus bestimmte Konsequenzen ergeben. Eine davon dürfte sein, dass die letzten Tage von Jerome Powell als Fed-Chef angebrochen sind. Da verdichten sich die Hinweise, aber zunächst mal, meine Damen und Herren, möchte ich mich entschuldigen. Ich habe eine total falsche Wahrnehmung gezeigt von Inflation, denn Inflation ist eine gute Sache. Wer möchte nicht etwa bald ein Auto fahren, das 600.000 wert ist? Ja, wir werden alle Millionäre, das habe ich völlig unterschätzt durch diese Inflation. Dementsprechend ist das eine gute Sache. Das ist natürlich etwas, wo wir absolut dafür sein müssen. Aber zurück zum Ernst der Lage, meine Damen und Herren. Wir haben eine Situation, dass sich eben jetzt die öffentliche Wahrnehmung komplett gedreht hat. Wir hatten gesehen, Verbrauchervertrauen, jeder vierte Amerikaner muss sich schon massiv einschränken. Es sind vor allem die Geringverdiener und die älteren Menschen, die Angst vor Inflation haben. Die Älteren wissen noch aus den 1970er Jahren, wie das war, und die Geringverdiener, die spüren es direkt im Portemonnaie. Das geht dann richtig ans Eingemachte und jetzt sehen wir, dass in allen Maßstäben die Inflation höher ist als vor der Pandemie. Dementsprechend jetzt der Druck immer größer wird. Der Druck etwa, dass das Tanken wieder billiger wird. Da hat jetzt Schumer, der US-Demokrat, der Führer der US-Demokraten, gesagt, die USA sollten jetzt ihre strategischen Reserven an Öl freigeben, damit da der Preis gesenkt wird. Also wir sehen, wie drängend das Problem inzwischen ist. Und jetzt ist die Frage, was tun? Und einer der zentralen Fragen für die US-Regierung wird sein, naja, wir müssen irgendwie etwas tun. Wir müssen Aktivität zeigen. Und ein Interview von Janet Yellen hat nach meiner Auffassung klar darauf hingedeutet, dass Jerome Powell nicht der aktuelle und auch dann der nächste Fed-Chef sein wird. Seine Amtszeit endet ja im Februar. Er selber wird in der Fed noch einige Jahre verbleiben, selbst wenn er nicht Fed-Chef ist. Aber es deutet vieles darauf hin, dass er es nicht mehr wird, entgegen der Wettmärkte, die nach wie vor und der Märkte insgesamt, die nach wie vor als Powell als Favoriten sehen. Und Janet Yellen hat jetzt zum Beispiel gesagt, ja, Powell hat einen guten Job gemacht, aber das ist schon mal sehr auffällig. Und jetzt sagt sie, es wäre für Biden sehr wichtig, jemand auszuwählen, der experienced und credible ist. Und da gäbe es eine Range of Candidates. Also das klingt jetzt nicht alles so, als würde sie davon ausgehen, dass Jerome Powell der Fed-Chef bleiben wird. Es müssen Köpfe rollen, es muss Aktivität gezeigt werden. Und Powell hat ja sich ein Stück weit diskreditiert durch seine Transitory-Aussage, die er immer wieder wiederholt hat. Alles vorübergehend in Sachen Inflation und vor allem, dass seine Jungs und er selbst aktiv an den Finanzmärkten waren, das hat auch schlechtes Image gegeben. Jetzt sehen wir, dass zwar die Fed-Bilanz ein neues Allzeithoch erreicht hat, aber Tapering beginnt, meine Damen und Herren. Jetzt werden nur noch 70 Milliarden Dollar gekauft von 80 Milliarden an US-Staatsanleihen. Es ist ja so, dass 40 Milliarden in Staatsanleihen gekauft wurden, 80 Milliarden in Staatsanleihen gekauft wurden, 40 in diesen sogenannten Mortgage-Backed Securities, also praktisch hypothekenbesicherte Anleihen. Jetzt also schon mal die Staatsanleihekäufe werden verringert. Das hat die Fed jetzt mitgeteilt. Dennoch natürlich, es wird weiter Liquidität in die Märkte geführt, dementsprechend ein neues Allzeithoch in der Fed-Bilanz. Aber Tapering beginnt, das ist sozusagen die Message. Und das große Problem ist für die Fed, dass sie ja in der Pandemie gesagt hat, ja, guckst du, wir machen mal ein sogenanntes Average Inflation Targeting. Wir nehmen also jetzt die Inflation nicht ganz so ernst, wenn sie mal über 2% schießt. Das ist ja relativ selten passiert, wie Sie hier sehen in den letzten Jahren. Sondern wir gucken so, dass der Durchschnitt irgendwie passt. Und jetzt ist allerdings das Problem, dass der Durchschnitt bald nicht mehr passt, weil die Inflation so massiv nach oben geschossen ist. Und jetzt hat sie es eben verpennt zu reagieren, macht einfach erstmal weiter mit den QE-Maßnahmen, auch wenn die jetzt etwas verringert werden. Und all das hat Andrew Agassi für Amel, Neil Kashkari nochmal auf den Punkt gebracht. Die Fed-Politik sollte nicht überreagieren in Sachen Inflation. Sven Henrik sagt hier zynisch, naja, sie sollte nur überreagieren, wenn der Markt einen Sell-Off erlebt, also wenn die Finanzmärkte fallen, man hat den Eindruck, genau so ist es, würden die Finanzmärkte mal massiv unter Druck kommen, dann ist es vorbei mit Tapering, dann ist die Sache eine andere. Und eines der anderen großen Probleme ist, dass die Fed inzwischen so ziemlich woke geworden ist. Sie fühlt sich jetzt auch zuständig für den Klimawandel. Hier mal eine Grafik von der Fed, die zeigt, wie also Klimawandel auf
die Assetpreise einwirken kann, als Risiko für die Assetpreise gelten kann, dann ist die Fed auch in Sachen Identitätspolitik, nämlich Vogue. Hier heißt es, man will jetzt eine Inclusive Monetary Policy betreiben, also eine inkludierende Politik statt eben das vorherige Ziel Maximum Employment. Ist jetzt sozusagen das Ziel Policies that attempt to favor groups based on race. Also man will jetzt sozusagen Minderheiten, Schwarze etc., was auch immer, will man bevorzugen. Das ist diese inkludierende Politik. Also das ist genau das große Thema. Man bekämpft jetzt eigentlich nicht das zentrale Problem, sondern er hat jetzt eine woke Politik plötzlich am Start, die bestimmte Gruppen der Gesellschaft, Rassen der Gesellschaft letztendlich, wenn man dieses Wort noch gebrauchen darf, überhaupt bevorzugt. Und das halte ich für eine schwierige Entwicklung. Das ist letztendlich genau wie bei der EZB eben eine Abkehr vom Mandat. Die Leute haben richtige Probleme mit der Inflation und die Fed, die ist unterwegs in einer woken Politik, die letztendlich ihr Mandat total überschreitet. Insgesamt muss man sich nicht wundern, wenn wir uns jetzt mal die Inflationsentwicklung nach der spanischen Grippe anschauen, dann sehen wir, diese Inflation, das führt fast immer zu einer Rezession, also zu einer Wirtschaftsschrumpfung. Das ist hier grau markiert, hier zwischen den Jahren 1917, 1922. Dann erst, als die Rezession wirklich zuschlug, dann begann diese Inflation in eine Deflation sich umzudrehen. Das kann diesmal wieder auch so kommen. Wir werden also dann in eine Rezession stürzen wahrscheinlich, aber erst wenn die Inflation ihren Hochpunkt überschritten hat. Insgesamt sehen wir da noch überhaupt keine Anzeichen, etwa für Lieferengpässe, Materialmangel, dass das aufhört. Hier sehen wir nochmal die Number of Vessels waiting in San Pedro Bay, also vor Kalifornien. Fast, hier sind jetzt 80 Ships. Also 80 Schiffe, die hier warten. Wir sehen die Wartezeiten eines Containerschiffs vor der Küste von Los Angeles, auch ein neues Allzeithoch, 18 Tage, ist nicht weniger geworden. Das heißt, diese Supply Chain Issues haben überhaupt nicht nachgelassen. Unten sehen wir Materialengpässe in der deutschen Wirtschaft, ganz leicht vom Top zurückgekommen, aber auch keine wirkliche Entspannung. Also es gibt diese Erzählungen, anekdotische Erzählungen, die Firma macht das, aber ist das die Trendwende? Bisher sehen wir das nicht in den Daten, um das mal klar zu machen. Und wir bekommen eine Situation, wo wir steigende Nahrungsmittelpreise haben. Der eine oder andere wird das auch im Supermarkt schon bemerkt haben, aber vor allem diese Explosion von Preisen für Düngermittel hat massive Steigerungen der Preise nach sich gezogen. Das wird uns im nächsten Jahr richtig auf die Füße fallen. Wir werden also deutlich steigende Nahrungsmittelpreise sehen. Da kommen dann absurde Erscheinungen. AdBlue fehlt jetzt, das ist für Dieselfahrzeuge wichtig, für Traktoren der Landwirte. Da ist ein riesiges Thema. Wir werden also weiter steigende Nahrungsmittelpreise sehen. Das wird die Unruhe in der Bevölkerung schüren. Das wird in Ländern, die politisch instabil sind, die Unruhe weiter schüren. Gar keine Frage. Das dürfte auf uns zukommen. Aber die Aktienmärkte sagen sich, die Finanzmärkte sagen sich, ist doch alles schick. Wir haben in der letzten Woche 400 Milliarden an Marktkapitalisierung gewonnen, liegen jetzt bei 122,35 Billionen weltweit gesehen. Das ist die höchste Bewertung in der History. 145% des Welt-BIPs. Auch das ein neues Allzeithoch. Wir sehen hier mal von Sentiment Trader einige Kategorien. Wir haben jetzt, liegen in der obersten 3% Kategorie in den letzten 25 Jahren in Sachen Euphorie, oder in den letzten 5 Jahren sind wir innerhalb der obersten 5%. Und wenn man hier mal 4 Major Sentiment Models zu Rate zieht, wie Sentiment Trader das gemacht hat, dann haben wir das zweithöchste Reading, die zweithöchste Zahl in den letzten 24 Jahren. Also es ist nicht so, dass diese Rallye ungeliebt ist, dass da keiner dabei wäre. Das ist nicht der Fall. Selbst wenn wir jetzt im S&P in einen Bärenmarkt eintauchen würden, also 20% verlieren würden, dann wären wir immer noch 10% über dem Stand der vor Corona. Das muss man sich mal vorstellen. Also selbst eine massive Korrektur würde uns noch vor Corona-Beginn zurücklassen. Hier sehen wir beim S&P 500 so einen Hanging Man. Wird diese Kerze neutralisiert, würde der S&P darüber gehen, dann geht es weiter nach oben. Wo nicht, ist mit einer Korrektur zu rechnen. Diese Woche saisonal schwierig. Wir haben dann am Freitag auch den kleinen Verfall. Um diesen kleinen Verfall wird es immer schwierig. Normalerweise wird danach die Saisonalität deutlich besser. Insgesamt, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, wir hatten 2008 eine Marktkapitalisierung von 9 Billionen und haben uns mal bis jetzt schlank versechsfacht innerhalb der Pandemie.
hatten wir uns dann halbiert. Also es geht zügig voran. Jetzt haben wir als ein Zeichen dieses Exzesses Elon Musk und Tesla. Der hat sich jetzt eine neue Schlammschlacht geliefert mit Bernie Sanders, dem linken Demokraten. Bernie Sanders hatte getwittert, ja, wir müssen die Extremreichen eben fair besteuern. Und Elon Musk darauf geantwortet, ich habe schon vergessen, dass du noch lebst. Hat nochmal gesagt, ja, soll ich denn noch mehr Aktien verkaufen? Faktisch ist es so, wie Cassandra, dahinter steckt Michael Burry, The Big Short, derjenige, der auf rechtzeitig erkannt hat, dass die Immobilienblase in den USA platzen wird in den Jahren vor 2008. Der hat gesagt, dass Elon Musk sich nur teilweise eben verschuldet hat oder seine Aktien als Sicherheit für neue Kredite hinterlegt hat. Er will einfach verkaufen. Wenn Sie hier mal sehen, da hat Elon Musk, als der Kurs gerade nach oben begann zu drehen bei Tesla, als diese Explosion nach oben folgte, hatte Elon Musk getwittert, ja, also Tesla ist überbewertet. Daraufhin hat er sich offenkundig massiv eingedeckt, weil er wusste, was der Fall ist. Jetzt versucht er sozusagen das Ganze zu kaschieren, dass er eigentlich verkaufen will, weil er weiß, dass Tesla massiv überbewertet ist, dass er da irgendwelche Scharmützel vom Zaun bricht. Ja, soll ich wegen Steuer meine Aktien verkaufen? Das wäre doch die einzige Möglichkeit, Steuern zu zahlen, bla bla. Faktisch weiß er, dass die Dinge ein bisschen zu heiß gelaufen sind. Das sehen wir dann auch Tech-Aktien, wenn wir da mal die Kategorie anlegen, Real Free Cashflow Yield Basis, also auf einer inflationsbereinigten Free Cashflow Renditebasis, dann waren die Tech-Werte noch nie so teuer und es sind genauso teuer wie auf dem Hochpunkt der Finanzkrise. Kommen wir noch kurz nach China, auch da jetzt neue Aussagen, ja, die Stagflationszeichen seien transitory. Also man spricht nicht mehr sogar von Inflation, sondern von Stagflation. Wir hatten jetzt Daten aus China, die ein bisschen besser waren als befürchtet. Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze. Auffallend allerdings New Home Price Sales, also die Verkäufe neuer Häuser in China mit minus 0,2% im Oktober rückläufig. Der zweite Monat in Folge rückläufig. Wir sehen in der unteren Grafik, dass der Kreditimpuls rückläufig ist in China. Das wird uns dann in den nächsten ab 6 Monaten dann beschäftigen, hat immer eine gewisse Verzögerung. Wir sehen, dass Biden und Xi Jinping heute ein Virtual Meeting haben werden und in Peking ist eine neue Börse an den Start gegangen, die Beijing Stock Exchange. Also es tut sich was im Reich der Mitte und es tut sich auch in Sachen Energie etwas bei uns. Lukaschenko hatte ja gedroht, ja, also EU, dann lasse ich kein Gas mehr durch Weißrussland fließen. Das ist ja diese Jamal-Plattform von Gazprom, die Weißrussland, dann Polen, dann nach Deutschland geht. Jetzt hat Putin gesagt, also das würde jetzt unsere Beziehungen nicht gerade verbessern und Lukaschenko hängt ja total ab von Putin. Wenn also Putin jetzt sagt, dann ist ihn jetzt, denn ohne die Russen wäre Weißrussland wahrscheinlich schon ziemlich platt. Also ist erstmal diese Drohung vom Tisch. Damit hat Putin nochmal klar gezeigt, wer hier der Chef im Ring ist. Und eine Drohung, die durchaus da war, nämlich diese Drohung, Gas abzudrehen, die hat er dem Lukaschenko jetzt mal aus der Hand genommen. Das verschlechtert die Verhandlungsposition von Lukaschenko auch gegenüber der EU. Abschließend, meine Damen und Herren, DAX und Wall Street verhungert die Rallye. Darauf möchte ich Sie hinweisen. Sehr, sehr geniales charttechnisches Video wieder von Rüdiger Born. Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Wird die Rallye verhungern? Diese Woche, wie gesagt, ist saisonal jetzt nicht so super günstig. Der kleine Verfall etc. etc. Also das könnte eine interessante Woche werden, da kommen auch wichtige Daten. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in eben diese Woche und sage Servus und Ciao.